Der Game Boy Advance Kalender, 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 GBA, 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 der Game Boy Advance, oh baby, der Game Boy Advance Kalender. Es ist 2004, meine Freundin ist weg und sauft ein Bier in der Südsee. Lassen wir den Quatsch. Der erste Teil stimmt auf jeden Fall. Es ist das Jahr 2004, kurz zuvor habe ich die Schule gewechselt. Unter meinen neuen Klassenkameraden habe ich jetzt doch auch den einen oder anderen, der ähnlich wie ich Retro-Games mag und auch ein bisschen auf die Nintendo-Ära steht. Ja, davor waren es eher so ja, Generation FIFA aller Zeitepochen. So, und so kam es, dass mir ein Klassenkamerad eine CD gebrannt hat mit diversen Game Boy Advance-ROMs. Ja, tatsächlich, wir haben früher noch CDs und DVDs gebrannt. Ich glaube, jeder in meinem Alter besitzt noch irgendwo so eine angebrochene Spindel und weiß nicht, was er damit tun soll. Unter diesen Game Boy Advance Spielen hat sich dann ein Spiel herauskristallisiert, das mich auf Anhieb direkt gefesselt hat. Und das war Metroid Zero Mission. Die Metroid-Serie kannte ich bis dato nur entfernt. Hauptsächlich war mir Samus aus Super Smash Bros. Ein Begriff. Und auch Metroid auf dem NES hatte ich mindestens mal 5 Minuten lang angespielt. Und nun hatte ich also dieses tolle Open-World Jump'n'Run, basierend auf dem Klassiker, der schon Metroidvania war, als Castlevania dem Begriff noch nicht den zweiten Namensteil gegeben hat. Als Kopfgeldjägerin Samus Aran durchforsten wir den Planeten Zebes auf der Suche nach Mother Brain, welche mit ihren Weltraumpiraten die Spezies der Metroids züchten und als Waffe einsetzen will. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg und um zahlreiche Hindernisse zu überwinden, benötigt Samus diverse Add-ons für ihren Schutzanzug, um etwa höher zu springen oder Gegenstände einfrieren zu können. Jetzt war das Original Metroid schon bei Erscheinen etwas sehr, sehr Besonderes. Das Spiel war nicht in Level unterteilt, sondern es gab eine große Spielwelt. Bestimmte Bereiche wurden erst später zugänglich. Weiterhin entwickelte sich Samus nicht etwa durch Erfahrungspunkte oder Level-Ups, sondern durch die Verbesserung des Waffen- und Werkzeugrepertoires. Das war damals noch etwas Besonderes. Allerdings finde ich das Spiel nicht besonders reizvoll. Man verliert schnell den Überblick. Geheime Gänge sind sehr schwer zu finden. Insgesamt ist der Schwierigkeitsgrad von Metroid sehr, sehr hoch, vor allem bei den Bossen. Und man kann auch nicht mal wirklich speichern. Es gibt so eine Art Passwortfunktion, aber die ersetzt eben nicht das saubere Speichern auf dem Modul. Ja, und jetzt kommt also Metroid Zero Mission, nimmt dieses alte, super innovative Spiel und macht einfach alles besser, was im Original noch nicht gut war. Die Steuerung und Bewegungsfreiheit sind deutlich näher dran an Super Metroid. Man kann jetzt auch diagonal schießen. Energietanks und Power-Ups findet man regelmäßig. Noch immer ist es kein einfaches Spiel, aber es wirkt jetzt fairer. Die Musik wurde super gut aufpoliert, enthält aber noch immer die bekannten Themen der verschiedenen Welten. Die Endgegner wurden einmal komplett auf links gedreht und sind nun gigantische, bedrohliche Feinde, die herausfordernd, aber nicht Nintendo-hart zu besiegen sind. Hast du mal den Überblick verloren? Kein Problem, hier ist deine Ingame-Karte. Und dann bekommt man nach dem Sieg über Mother Brain sogar noch etwas Endgame-Content. Samus verliert ihren Anzug und muss sich eine Weile durch Schleichen und Verstecken von den Weltraumpiraten fernhalten. Dieser Teil des Spiels war für viele Fans ein Zankapfel. Ich habe mich ehrlich gesagt darüber gefreut und fand es eine mehr als willkommene Abwechslung, die gerade kurz genug war, um nicht langweilig oder lästig zu werden. Hier war kurz mal eher Kreativität gefragt. Metroid Zero Mission ist in meinen Augen ein vollkommenes Spiel, dessen Cartridge ich regelmäßig wieder aus dem Ärmel zaubere. Das Erforschen der Welt, die Suche nach versteckten Power-Ups, das Betreten neuer Bereiche der Spielwelt. Alles das weiß zu fesseln. Nicht zuletzt wegen dem typischen, Moment mal, wenn ich jetzt diese neue Fähigkeit habe, dann komme ich ja an der anderen Stelle wieder weiter Effekt. Als Metroid Zero Mission erschienen ist, war Metroid ungefähr so alt, wie Metroid Zero Mission Stand heute ist. Metroid fand ich damals aber schon sehr angestaubt. Metroid Zero Mission hingegen ist verdammt gut gealtert. Noch immer flott, noch immer schön aussehend und noch immer ein sehr sauberes Gameplay.
Man hat die Erfahrungen aus Super Metroid genommen und mit einigen weiteren Verbesserungen auf das Original Metroid angewendet. Heraus kam ein Remake, das ein absolutes Benchmark für gelungene Remakes sein müsste. No Bullshit, just Improvement. Schade nur, dass es eigentlich zu kurz ist. Wenn man das Spiel kennt und weiß, was zu tun ist, dann kann man es in gut 2 Stunden besiegen. Für mich dennoch ein Must-Have auf dem Game Boy Advance. Und ich wüsste nicht, wie man dieses Spiel noch toppen könnte. There is another. Well, hold my ex-Parasite. Schon 2 Jahre vor Metroid Zero Mission kam mit Metroid Fusion der 4. Teil der Serie auf dem Advance heraus. Nur kurz bevor Metroid Prime auf dem GameCube rauskommen würde. Fusion habe ich erst angespielt, nachdem ich Metroid Zero Mission begeistert beendet hatte. Und es ist etwas passiert, was ich mir nicht hätte vorstellen können. Es hat Metroid Zero Mission nochmal übertroffen. Die Handlung ist dieses Mal ungewöhnlich düster. Als Samus den verlassenen Forschungsstützpunkt auf dem Planeten SR388 untersucht, wird sie vom parasitären X-Virus befallen. Dem Tod nahe kann sie nur durch die Injektion von Metroid-DNA gerettet werden. Dabei verschmilzt aber ein Teil ihres Kampfanzuges mit ihrem Körper. Sie behält einige ihrer Fähigkeiten und ist von nun an immun gegen das mutierende X-Virus. Also setzt sie ihre Forschungen auf der Station fort. Ihre Gegner sind fast immer Kreaturen, welche das X-Virus imitiert. Eine davon ist das SAX, ein Abbild von Samus bei vollen Kräften. Aber dazu später mehr. Die Story, vor allem der Aspekt, dass Samus relativ viel Dialog hat, stieß bei Fans auf Zwiespalt. Mir macht es nichts aus. Ja, es ist ungewöhnlich, zu Samus eine Hintergrundgeschichte zu bekommen, aber es stört nicht. Es ist ausreichend dezent gehalten und hindert den Spielfluss nicht. Ansonsten haben wir auch in Metroid Fusion alles, was ich von einem Action-Jump'n'Run erwarte. Haufenweise gute Add-ons, knifflige Kämpfe und Sprungeinlagen und sehr, sehr geile Endbosse. Einige davon entsprechen alten Feinden aus früheren Metroid-Spielen und nach dem Besiegen erhält man in der Regel eine passende Spezialfertigkeit. So kämpft sich Samus von Stationsteil zu Stationsteil durch steril wirkende Wartungsbereiche, organisch wirkende Level bis hin zu Unterwasserparts. Immer gibt es noch was zu entdecken und das Spiel wird einfach nicht langweilig. Auch wenn man eigentlich zu jeder Zeit weiß, wohin man als nächstes gehen muss. Und dann gibt es natürlich noch das SAX. Ihr werdet nie erfahren, was wirkliche Angst bedeutet, solange ihr dem SAX noch nicht begegnet seid. Die Spannung, das Geräusch der Schritte. Man weiß automatisch, halte dich zurück, das kannst du nicht gewinnen. Und hier ist, was das Spiel so besonders macht, die Atmosphäre. Diese gruselige Atmosphäre einer verlassenen, fast geisterhaften Weltraumstation. Und das Wissen, dass man immer und überall auf einen übermächtigen Gegner stoßen könnte. Zu allem, was Metroid Fusion ohnehin schon gut und richtig macht, kommt eine Stimmung, die ich seither in keinem Videospiel mehr erlebt habe. Bravo! Einziger Kritikpunkt auch hier, das Spiel dürfte länger sein. Metroid Zero Mission und Metroid Fusion waren nicht nur meine Einstiegsdroge für den Game Boy Advance, sondern auch meine Einstiegsdroge für die Metroid-Serie. Um 2000 bis 2004 rum habe ich mich nicht mehr so wirklich für aktuelle Spiele interessiert und hing nach wie vor ein bisschen in der Retro-DOS-Ära fest. Ich hatte mich auch ein bisschen am RPG-Maker festgekrallt. Ich glaube fast, dass durch diese 2 Metroids meine Leidenschaft fürs Zocken wieder entfacht wurde. Beide Titel halte ich nicht nur für die 2 besten Spiele für den Game Boy Advance, auch nicht für die besten Vertreter der Metroid-Serie. In meinen Augen gehören beide Titel, beiden voran Metroid Fusion, zu den besten. Den besten Videospielen überhaupt. Und mit diesen warmen Worten und 2 Spielen, die für mich ein Highlight sind, neigt sich der Game Boy Advance Kalender dem Ende. Bevor wir ihn endgültig beenden, will ich noch ein paar Leuten Danke sagen. Danke an Nico für schöne Kindheitserinnerungen und fröhliches Mitträllern bei der Jingle. Danke an Hude, der trotz Stimmproblemen eisern beim Einsprechen durchgehalten hat. Danke an Tim von Alte 4 Games, der kräftig die Werbetrommel gerührt hat. Das hat wiederum mich sehr gerührt. Vielen, vielen Dank.
Danke an Antipathie, der auch in Anbetracht der sehr kritischen Fire Emblem Fanbase eisern durchgehalten hat. Vielen Dank. Danke an Parappa, einmal dafür, dass er die mega wichtige Tür 8 übernommen hat, zum anderen aber auch dafür, dass er überhaupt erst die Idee für diese organisierte Gruppenaktion hatte. Also wenn euch solche Gruppenaktionen Spaß macht, dürft ihr euch auch bei ihm bedanken. Danke an den lieben Wenger, oder wie wir Franzosen ihn nennen, Wanger, der für den Game Boy Advance Kalender extra seine Videoabstinenz unterbrochen hat. Danke schlussendlich an den Michel. Der Michel hatte vorher noch nie ein Game Boy Advance Spiel gespielt und hat extra für den Game Boy Advance Kalender sich an das Medium herangetraut. Ich danke dir. Ja, ohne euch wäre das alles ein sehr, sehr dünner Kalender geworden. Mit euch wurde es ein sehr schöner Kalender voller toller, bunter und informativer Beiträge. Ich verneige mich vor euren Beiträgen und sage nochmals Danke. Ja, und schlussendlich danke an euch, die ihr euch das Ganze angeschaut habt. Ich hoffe, diese verrückte Idee am Ende eines verrückten Jahres hat bei euch für etwas Freude gesorgt. Jetzt wünsche ich euch und euren Liebsten schöne Feiertage. Bringt das Jahr gut zu Ende. Nächstes Jahr wird alles ein bisschen besser. Vor allem bleibt gesund. Wir sehen uns.